Jetzt kommen wir zu unserem Klassiker der bayerischen Küche, und zwar zum Schweinsbraten. Hier habe ich ein wunderschönes Wammerl. Das kommt jetzt mit der Hautseite uneingeritzt in eine Brühe rein. Jetzt den Ofen habe ich vorgeschaltet auf 130 Grad. Und da lassen wir es jetzt eine gute Stunde drin. Jetzt schneiden wir uns ein. Jetzt ist die Schwarte natürlich auch weich, weil es in der Brühe drin war. Und jetzt ritzt man das mit dem Messer so an, nicht zu tief, sondern nur, dass man da noch schöne Scheiben runterschneiden kann. So, und jetzt machen wir uns den Soßenansatz. Ich habe jetzt hier ein bisschen Puderzucker. Der karamellisiert jetzt. Jetzt kommt der Löffel vom Tomatenmark drauf. Und das schwitzen wir jetzt ganz leicht an. Dann bräunt es am Topfboden. Und immer wieder rühren, dass da ja nichts anbrennt. Und dann löschen wir es ab mit einem gut trinkbaren Rotwein. Und lassen das jetzt komplett runter reduzieren. Wann ist sie fertig? Wenn ich jetzt da mit dem Holzlöffel so durchfahre und die Flüssigkeit läuft nicht mehr zusammen, dann haben wir die richtige Konsistenz. Der Alkohol ist heraus, also können Kinder genauso gut mitessen. Da habe ich mir schon ein bisschen Gemüse angeschwitzt, und zwar Zwiebel, Sellerie und ein paar Karotten in ganz wenig Fett, das sieht man. Und das kommt jetzt dann da dazu. Hier haben wir unseren Fond, wo der Schweinebraten eine gute Stunde lang drin gelegen ist. Und den gieße ich jetzt da auf. Jetzt kommt das wieder zurück in die Reine. Und jetzt nehme ich unseren eingeschnittenen Schweinebraten. Hier setzt man drauf. Und das gebe ich jetzt für eine gute Stunde, nochmal bei 160 Grad, in den Ofen rein. Er ist jetzt schon fast braun. Er ist noch nicht ganz fertig. Denn jetzt machen wir die Kruste. Stechen wir den nochmal an. Geben den da drauf. Das kommt jetzt in den Ofen rein. Und das machen wir jetzt auf Grillfunktion. Das dauert nochmal 15 Minuten. Dann haben wir eine wunderschöne, saftige Kruste. Die gehen jetzt ganz auf, denn sonst wird es verbrennen. So, jetzt Krustenfunktion. So, da geht schon dahin. Und jetzt machen wir die Soße in der Zwischenzeit. Die haben jetzt passieren. Oder, da, schon her. Jetzt werden wir die Soße ein bisschen abziehen. Ich nehme dafür Stärke her, mit Wasser verrühren, aufkochen lassen. Ich sage einmal, mit zwei Löffeln ist die Soße gut bedient. Jetzt bindet das ganz leicht. Jetzt lasse ich das noch ein, zwei Minuten köcheln, damit sie das wieder auskocht. Und dann gebe ich erst unser Schweinebratengewürz rein. Das ist der Clou. Da ist alles drin, was reingehört, ein bisschen Majoran, ein bisschen Kümmel, ein bisschen Knoblauch und so weiter, ein bisschen Koriander. Da gebe ich jetzt ein bisschen was rein. Wenn ich das vorher gemacht hätte, wäre der ganze Geschmack und Geruch weg. Und jetzt habe ich nicht nur die gesundheitliche Wirkung, sondern auch die geschmackliche, damit man das alles schön gut verdauen kann. Und jetzt lasse ich das gerade noch mal ziehen. Jetzt probieren wir es einmal. Schmeckt sehr gut. Das Gewürz braucht natürlich jetzt ein paar Minuten, bis es sich entfalten kann, bis sie die gesagt, ah, servus, bist du auch da, grüß dich. Ich habe gar nicht gewusst, dass du zum Schweinsbraten gehörst. Aber das schmeckt jetzt schon. Und dann können Sie jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen nachjustieren mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Das machen wir ganz zum Schluss. Und jetzt schauen wir mal, was unser Schweinsbraten macht. Und da wird es, wie man da sauber eingeschnitten hat, so ein bisschen. Und da sieht man jetzt natürlich, wie wunderschön saftig das der ist. Na, das ist doch eine wahre Freude. Und das Scheiberl legen wir jetzt da her. Ein bisschen was von unserer Soße. Jetzt den Knödel drauf. Wir haben noch 10 in Reserve, aber so fangen wir jetzt einmal an. Guten Appetit! Unser Schweinebratengewürz geht natürlich nicht nur zum Schweinsbraten, sondern man kann ein wunderschönes Kartoffelgröstl machen. Hier haben wir ein Sauerkraut gemacht, dann ein Bayerischkraut, Semmelknödel und natürlich auch ein Kartoffelpüree. Zu Nudeln kann man es machen, zu Reis kann man es machen. Dieses Gewürz geht zu jeder, fast jeder Beilage. Probieren Sie es doch einmal aus.